Mercedes-Benz-Trucks auf der IAA-Nutzfahrzeuge 2008. Das sind Fernverkehrs-, Bau- und Verteilerfahrzeuge. Das sind Actros, Axor und Atego zum Anfassen. Absoluter Höhepunkt ist der Truck of the Year 2009. Der Actros. Der Actros hat diese Auszeichnung bereits zum dritten Mal erhalten. Das neue Flaggschiff von Mercedes-Benz Trucks verfügt über eine Vielzahl von Neuerungen im Innen- und Exterior. Dazu Produktmanager Alexander Hosp. Wir sehen hier das neue Flaggschiff von Mercedes-Benz Lkw, den neuen Actros, weiterentwickelt in 37 Maßnahmen, vor allem in den Punkten Wirtschaftlichkeit, Design und Komfort. Und besonders hervorzuheben ist an diesem Fahrzeug die Biegsenon-Scheinwerfer sowie auch, dass das Fahrzeug in der Straßenversion serienmäßig die Mercedes Powershift der zweiten Generation mitbekommt. Der neue Actros ist weltweit der erste schwere Lkw, der serienmäßig mit einer Schaltautomatik ausgestattet ist. Damit hat Mercedes-Benz neue Maßstäbe gesetzt. Mercedes Powershift 2 macht einfach Spaß zu fahren. Gleichzeitig hilft ihm die 12-Gang-Schaltautomatik, das Fahrzeug wirtschaftlich und sicher zu führen. Außerdem, zentral für den Erfolg des neuen Actros, die Sicherheitssysteme wie der Active Brake Assist und der Telligent Spurassistent. Ein weiteres Plus des Actros: sein geringer Kraftstoffverbrauch dank BlueTEC-Dieseltechnologie. Auch im Inneren des Fahrerhauses macht der neue Actros eine gute Figur. Zahlreiche Produktneuerungen verbessern den Arbeits- und Lebensraum des Fahrers, darunter das neue untere Bett mit punktelastischem Lattenrost und verstellbarem Kopfteil, ideal für Untenschläfer. Und die neuen Sonnenrollos auf beiden Seiten der Kabine sowie der Klapptisch auf der Beifahrerseite. Als Baufahrzeug feiert der neue Actros auf der IAA Weltpremiere. Das bedeutet mehr als ein Dutzend Neuerungen, noch mehr Robustheit und kompromissloser Komponentenschutz. Sie sehen hier den neuen Actros Bau, wie in der Tat eine Weltpremiere, der deutlich weiterentwickelt worden ist in den Themen Komponentenschutz, Robustheit, ein markantes Design und Aufbaufreundlichkeit. Welche Besonderheiten würden Sie herausstellen? Ja, ich möchte beginnen hier an der Seite, hier oben am Fahrerhaus, der neue optimierte Handlauf, der dem Fahrer einen sicheren Tritt hinter das Fahrzeug und den Blick in den Aufbau ermöglicht und auch einen sicheren Tritt wieder zurück in das Fahrzeuginnere. Damit nicht genug. Bei Nicht-Allrad-Fahrzeugen feiert die neue 12-Gang-Schaltautomatik Mercedes Powershift Offroad Premiere. Sie bietet kurze Schaltunterbrechungen, das A und O auf dem Bau. Weitere Highlights des neuen Actros-Bau? Die markante 3 mm starke Schutzplatte für Kühler und Motor, der robuste, optimierte Pendeleinstieg, die neuen Scheinwerfer-Schutzgitter und der kratzfeste Spiegelschutz, um nur einige wenige Verbesserungen beim Komponentenschutz zu nennen. Der neue Actros Bau. Noch wirtschaftlicher, komfortabler und aufbaufreundlicher. Ob als Bau- oder Fernverkehrsfahrzeug. Die Erfolgsgeschichte des neuen Actros geht weiter.